Es war die einmalige Gelegenheit, alles von der Pike auf selber aufzubauen. Und darüber werden wir jetzt auch reden. Das heißt, man kann euch besuchen und du erzählst uns jetzt wie und wo. Ganz genau, okay. Das werden wir machen. Applaus bitte. Gut, willkommen zur Creative Region Linz und Upper Austria. Es ist die Informations- und Serviceplattform, die Ideen- und Projektwerkstatt und die Marketing- und PR-Gesellschaft für kleine Kreativunternehmen in Linz und in Oberösterreich. Unser Sitz, der ist wie gesagt in der Tabakfabrik Linz. Die Tabakfabrik Linz ist eine ehemalige Tabakfabrik, bis 2009 Tabakfabrik, heute eine arbeitende Kreativ- und Kulturwerkstatt, doppelt so groß wie das Museumsquartier, viermal so interessant wie das Museumsquartier. Müsst unbedingt einmal hinkommen und euch das anschauen. Und unser Team der Creative Region hat das Programm der Creative Region gestaltet. Wir haben mit Kreativschaffenden, mit Unternehmen zusammengearbeitet. Wir arbeiten immer mit Peers, das heißt, die Beratung und Coaching und desgleichen machen wir von Kreative für Kreativen, von Kreativen für Kreative. Und ich möchte das Programm jetzt mal vorstellen. Wir arbeiten mit eigens geschaffenen Formaten, die haben wir alle selber gemacht. Format 1, Show Me the Money. Wir sind Net Departure, wir haben keine Millionen, wir vergeben auch keine Förderungen, aber wir haben ein Programm zur Beratung, wie man Förderungen einreicht, wie man Förderprogramme zu Preisen und dergleichen. Wir arbeiten da mit Kreativunternehmen, die selber Förderungen schon erfolgreich eingereicht haben. Das funktioniert sehr gut, das ist mittlerweile ein Benchmark, das in ganz Österreich und darüber hinaus verbreitet wird. Das ist eine andere Veranstaltung zum Thema Crowdfunding, da sind wir auch schon seit über einem Jahr aktiv, arbeiten auch mit Kreativunternehmen, die schon sich im Crowdfunding auskennen und beraten. Zweites Format, Co-Creative Region, das ist das Bread-and-Butter-Beratungsformat zu Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben einen Reality-Check, wir haben eine Schreibwerkstatt. Das sind kleine Gruppen zu 25 Leuten, die von den Peers beraten werden. Das machen wir in Linz, das machen wir aber in ganz Oberösterreich, das machen wir in Gmunden, in Adnang-Buchheim, in Podischl, wo auch immer. Das ist eine typische Workshop-Situation. Das ist der Christoph Wiesmeier, das ist der Architekt, der da als Peer agiert für die Jungunternehmer, für die Jungunternehmerinnen. Eine typische Workshop-Situation, wie wir sie in ganz Oberösterreich machen. Wir machen aber nicht nur kleine Veranstaltungen, wir machen auch große Veranstaltungen, Think Out Loud. Und das Ding ist da Wahnsinn, warum sind die alle verschoben? Wie dem auch sei, Think Out Loud sind unsere großen, großen Veranstaltungen zu großen aktuellen Themen. Da kommen die internationalen Kapazunder nach Linz, nach Oberösterreich, das heißt mehrtägig, da gibt es Workshops, da gibt es also nicht nur Vorträge, sondern eben auch Workshops. Das ist Beispiel Guerilla-Marketing, da war der Nico Allen, der Dietmar Dahmen, der Jason Romeco bei uns und die haben eben nicht nur Präsentationen und Vorträge gemacht, sondern eben auch Workshops. Da sind Guerilla-Marketing-Strategien, Guerilla-Marketing-Aktionen entworfen worden und eines davon, das Siegerprojekt, wurde dann auch umgesetzt. Open Design ist ein ganz wichtiges Projekt, da geht es um Ressourcen, Infrastruktur und Wissen. Wir unterstützen jetzt eine Bottom-up-Initiative für die Installation von einem FabLab in Linz, in der Tabakfabrik Linz. Aber das ist nicht das Einzige im Open Design. Wir haben auch Vorzeigeprojekte, wie zum Beispiel das Kabelbinder-Möbel-Projekt Familie Binder, von 6 Designerinnen in Oberösterreich gestaltet worden. Creative Commons, kann sich jeder runterladen, ist auch schon weltweit heruntergeladen worden. Verwenden wir auch für Workshops an Schulen und dergleichen, Kinderuni und dergleichen. Und sind auch die Eventmöbel für Events in Linz und Oberösterreich. Zweites Vorzeigemodell, 9 Nerdy Open Independent and Noisy. Das sind die Taschen, Taschen zum Selberschneidern mit Lautsprechern drinnen. Das heißt, die Taschen machen auch ordentlich Lärm. Und verwenden wir genauso für Workshops, kann sich auch Creative Commons Lizenz, kann sich auch jeder und jede herunterladen. In Residence ist unser Programm Internationalisierungsprogramm. Da geht es um die Möglichkeit für Kreativunternehmerinnen und Unternehmen, internationale Erfahrung zu sammeln, in internationalen Kreativnetzwerken internationale Projekte zu machen, 6 bis 8 Wochen. Wir hatten bis jetzt 2 Residenzen, die dritte startet gerade. Die erste war bei Create Berlin, das war die Lena Reiter.
die im wichtigsten Design-Netzwerk Deutschlands, Create Berlin, 6 Wochen war und dort zu unserer Open-Design-Expertin gereift ist. Das heißt, die Lena seit ihrer Create Berlin Experience ist jetzt in ganz Europa als Open-Design-Expertin unterwegs. Nächstes Jahr haben wir Kapstadt, Botschafterin bei Kapstadt World Design Capital 2014. On Show ist das Programm für Messen und Veranstaltungsauftritte. Wieder Internationalisierungsprogramm, da geht es darum, wir helfen bei Presse und PR, wir machen Ausschreibungen, dass man sich bei diesen Veranstaltungen beteiligen kann und das ist immer in Kooperation mit irgendwem anderen, weil das können wir uns allein nicht leisten, zum Beispiel in Austrian Design Details in Mailand heuer, haben wir gemeinsam gemacht mit der Außenwirtschaft Österreich, da hat oberösterreichisches Duo Macht Gut hat den Stand gestaltet, ein oberösterreichisches Designkollektiv hat die CI gestaltet, das heißt, wir haben 6 oberösterreichischen Designern, die den Auftritt dort ermöglicht. Weitere Projekte, Netzwerkprojekte, ganz wichtig, wie wir schon gesagt haben, wir sind auch für die Vernetzung der Kreativen untereinander und auch Kreativwirtschaft, Industrie zuständig. Ein ganz wichtiges Projekt haben wir schon angesprochen, nämlich die bekannte Street Soccer Pecha Kucha Night, die jetzt kommt. Wie gesagt, bei der Street Soccer Pecha Kucha Night, das schaut so aus. Es gibt Teams, Ars Electronica macht ein Team, Kunst ohne Linz macht ein Team, Runtastic macht ein Team. Wir haben insgesamt 10 Teams, die gegeneinander 6 Minuten 40 Fußball spielen, nachher 6 Minuten 40 präsentieren, die Ideen präsentieren. Und wie gesagt, so kann man Pecha Kucha Night in Linz machen und man kriegt die Bude voll. Weiteres Projekt, das wir haben, von nächstem Projekt Werk 13, wird im November durchgeführt, Vernetzung zwischen Kreativunternehmen und Industrie. Eine ganz wichtige Rolle wird die Bar dabei spielen, die von Mach gut gestaltet ist, die jetzt gerade im Veranstaltungszentrum drüben in der Argentinierstraße steht und die ein Kern unserer Vernetzungsveranstaltung im November sein wird. So, diese ganzen Elemente kommen jetzt zusammen zu unserem Logo. Das Logo ist ganz großartig, das Logo ist von Thomas Weichner, das haben wir, mit dem arbeiten wir seit 2 Jahren. Das hat unendlich viele Varianten, das sind nicht nur diese Dots, sondern da gibt es alles Mögliche. Das sind die Umrisse von Oberösterreich, mit denen man gut arbeiten kann und wo dieses Logo kann individuell für jedes Projekt einzeln gestaltet werden. Soweit zu Creative Region Linz und Upper Austria. Ich hoffe, es war inspirierend. Ich hoffe, wir können nachher darüber reden. Vielen Dank. Schnell warst du, Wahnsinn. Ja, das vielen Dank. Ja.